So, mein Freund, was? Ah, das führt nach Ledur. Das habe ich habe das hier sofort erkannt. Es sei denn, sie haben die Höhle nur kopiert. Ach so, genau. Oh, erinnert ihr euch noch? Diese ganze Höhle, das ist schon 50 Episoden her oder sowas. Das ist schon ewig her. Hier waren, glaube ich, die ganzen Fledermäuse. Hier war die ganze Auflehnung gegen Baratheon und so weiter, glaube ich. Oder, ich weiß nicht, oder war das die Auflehnung gegen Carbaeth? Egal. Auf jeden Fall nice. Wisst ihr noch, wie ich damals hier drin war? Und Ewigkeiten die Tische und die Winkel und die Ecken alle abgesucht habe. Ich habe alles hier so derbe abgesucht, weil ich unbedingt wissen wollte, wie zur Hölle man hier durch diese verstärkte Tür kommt. Und dabei war es die ganze Zeit hiermit verbunden und wir konnten gar nicht von der anderen Seite da reinkommen. Oh man! Hätte ich das mal vorher gewusst. So, Schluss mit Nachtspaziergang. Ich warte mal kurz, bis es Tag ist. Und dann gehe ich noch kurz das Beschwörungsbuch holen. So, sehr schön. Alter! Wenn man hier rausgeht, also wirklich die ganze Straße ist nicht nur gepflastert mit Pflastersteinen, sondern auch noch gepflastert mit menschlichen Leichen. Überall hier. Gott, wir haben den ordentlich eingeheizt. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir eigentlich wieder bis zum nächsten Level ab? 2300, gar nicht mal so wenig von 17.000. Auf jeden Fall über 10%, das ist doch schon mal was. So, jetzt aber. Ich habe jetzt noch geplante 20 bis 30 Minuten für die Aufnahme. Also wollen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Irgendwelche Reisende, ja, uninteressant. Die sagen sowieso immer nur das Gleiche. Das Eterna ihrer Meinung nach sacken. So. Over here? Nein, genau. Hier habe ich mich damals ein bisschen verlaufen, als ich nach dem Meistermetzger gesucht habe. Was aber eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Weil, als ich mich damals verlaufen habe, haben wir ja immerhin einen guten Teil des Totenpasses erkundet. Und haben auch ein Nerim-Zeichen bekommen und ein paar Oger erledigt. Und all diese schönen Dinge. Ah, die Musik. Hier war der Überfall mit der Söldnerbande aus Steinfeld. Ah, I remember. Ah, schade, jetzt habe ich die schöne Musik unterbrochen. Ich dachte, ich wäre schon jetzt im Kampf gewesen und deswegen hat die Musik plötzlich angefangen. Mit dieser schönen Dudelei. Schade, die Musik hat mir echt gut gefallen. Was war das eigentlich gerade eben für ein Track? Ah, no. No. Stay down. So. Ah, wir sind fast da. Irgendwo hier. Laut Kompass ist hier ein Lager. Ah, ein Goblin-Lager. Drecksviecher. Let's get ready to rumble. Hey. Wo läufst du hin, du Sackmann? Ah, der geht jetzt wieder gegen irgend so ein Reh kämpfen, was die Aufmerksamkeit... Gott, die haben ja wirklich noch schlimmeres ADS als ich. Was, da ist ein süßes Tier, ein Reh! Man muss töten! Ich habe dich gerade eben fast getötet mit einem einzigen Hieb und... Okay, vielleicht flüchtet der auch. Das wäre natürlich die schlauere Lösung, aber irgendwie wage ich das zu bezweifeln. Nice.
Oh nein. Jetzt bin ich hier reingekommen, aber komme nicht mehr raus, weil das Goblinhäuser sind. Nein, ich bin noch rausgekommen. Sehr gut. So, sonst ist hier ein Hütchen. Können wir überall rein. Sehr gut. Verlassenes Zelt. Ah, hallo. Oh, hallo. So, ich wärme euch erstmal ein bisschen auf. Oh, du lebst noch? Was zum Teufel machst du da? So, sehr gut. Stahlkurzschwert, uninteressant, aber Dietriche. Ich habe jetzt immer noch die Kampfmusik wegen dem Goblin, der da draußen rumläuft. Heilender Blitz, Heilung, Eisenfall des Mühsals. Wieso habe ich das eingesammelt? Die Dinger sind auch nur eine Münze wert. Bringt jetzt nicht so mega viel. So, sonst ist hier nichts. Wo ist dieser Kerl? Hm. Über alle Berge hoffentlich nicht. Oh, hello. Hello, my friends. Oh, das sind sogar vier. Dann wird es sich ja wieder lohnen hier. Mit ein bisschen Spielspaß und Laune ranzugehen. Kannst du mal weggehen? Hier, Spaß für alle. Du bist zwar nur noch einer, ach egal. Wo hast du gerade eben hingezielt? So, oh, eine Karotte. Die habe ich ja durch den gesamten Raum geschleudert. Huch, was habe ich da eingesammelt? Ah, Almanach der Beschwörung. Boah, was mich echt interessieren würde, also wieder an alle Oblivion, absoluten Oblivion-Fans und Freaks und Leute mit mega dem Hintergrundwissen. Kleine Frage, was die Beschwörung angeht. Wozu gibt es den Beschwörungsskill? Ist der dazu da, einfach nur dazu da, um eine bestimmte Höhe zu erreichen, damit man auch weitere Skills beschwören kann, also dass man höhere Monster beschwören kann? Oder erhöht er auch den Schaden der Monster und die Verteidigung und alles Mögliche? Inwiefern wirkt sich der Beschwörungsskill aus? Oder wirklich nur so stark, wie ich es bisher vermutet habe? Also sprich, dass man einen bestimmten Skill braucht, um ein Monster zu beschwören. Zum Beispiel, so wie ich den Flammenatonarchen erst mit einem Skill von 25 beschwören konnte. Und dass man... Schon wieder Kampfmusik. Lebt er da draußen immer noch? Also der Kerl ist, glaube ich, irgendwie... Ah, da, endlich! Oh Gott, Mann! So. Hat sich nicht gelohnt, wegzulaufen, oder? So, meine Freunde. Ich würde sagen, diese ganze Aktion ist jetzt einem Slow Clap würdig. Ich muss mich einfach mal einmal kurz durchstrecken. Jetzt haben wir wirklich mega den Batzen getan. Also wirklich der Wahnsinn. Zerubbabel, jetzt gerade die letzten Aufnahmen. Zerubbabel, die ganzen Nebenquests, die wir noch hauptsächlich im Mittelreich hatten. Die ganzen Beschwörungsbücher, die wir jetzt hier auf den ersten Blick bis auf dieses eine da eingesammelt haben. Darius Quest, die Spinnenseide haben wir abgegeben. Um Himmels Willen, wir haben so viel gemacht. Aber jetzt, meine Freunde, passend zu dieser epischen Musik, wird es an der Zeit, endlich in das sagenumwobene Nordreich aufzubrechen. Macht euch bereit für eine Reise, die ihr nicht so schnell vergessen werdet. Für eine Reise, die sich euch in den Kopf brennen wird. Für eine Reise, die ihr nie wieder vergessen werdet. Und da ist das Ende der Musik. So. Das war der kleine Einleitungsspruch zu Kabaed jetzt. So, Improvisation. Was wollt ihr jetzt gucken? Ach so, wie viele
Teleportsteine ich habe. Wo sind meine Teleport... Ach da, 8. Reicht dicke. So, meine Freunde, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich freue mich. Vor allem bin ich jetzt mit meinem Zeitplan gerade so aufgegangen. Also ein bisschen können wir natürlich noch machen. Den Lehrpunkt angel ich mir noch. Lernpunkt wohl eher. So, das erste. Die Berserkerbande, die ist gar nicht mal so weit weg. Wir müssen eigentlich jetzt nur hier so hier runter und dann einfach offiziell über die Brücke. Ich würde sagen, ja, gehen wir den offiziellen Weg? Ich weiß nicht mal, ob wir hier so tatsächlich rüberkommen. Hier sind ja überall Berge eingezeichnet. Ich müsste eventuell hier in den Fluss rein, dann bis dahin und dann rüber. Wisst ihr was? Ich glaube, fürs Erste nehmen wir einfach den offiziellen Weg. Oder? Ich bin schon ein bisschen heiß darauf zu gucken, was hier so kommt. Wisst ihr was? Gehen wir einfach andersrum. Oh Gott, was war das für ein lauter Motorradfahrer? Die meisten haben wahrscheinlich, die das Spiel gezockt haben, sind früher oder später hier rüber so gegangen, weil das hier wieder offizielle Weg aussieht, den man zuerst nimmt. Hier war man schon überall, hier kennt man ja schon das Gebiet und dann kann man von da aus gleich ins nächste gehen. Aber hier oben rum, das sieht ein bisschen abenteuerlustiger aus. So, meine 0,5 PS Bonnie. Ach, da fällt mir ein, ich wollte ja mal mein Pferd, wollte ich schon fast sagen. Tut mir leid, Bonnie, ich wollte dich nicht beleidigen. Oh, ist die Musik geil. Alter. So, und passend nach der Musik, ich wollte sie einfach mal umbenennen. 0,5 PS Bonnie. Ich meine, nur Bonnie wäre ja langweilig. Wir müssen ja auch direkt hier ihr einen charakteristischen Namen geben. Oh, was ist hier los? Seid ihr freundlich? Oh. Really? Ah, cool. Könnte natürlich auch einfach sein, dass sie Schiss vor mir haben. Oder dass es gebuggt ist. Könnte auch sein. Nein, jetzt. Dachtet ihr wohl, gerade wenn ich meinen Rücken zu euch kehre, dass ihr dann mich erwischen könnt? Niemals. So. Ich möchte die ganzen Kerle hier nicht. Erledigen oder einfach nur an ihnen vorbeireiten, während ich auf meiner Bonnie sitze. Links auf der Karte, ich sehe hier auf dieser kleinen Insel scheint irgendeine Ruine zu sein. Und eine Höhle. Ach, hier müssen wir sowieso lang, okay. Wenn wir hier sowieso lang müssen, weil ich habe gerade eben irgendwie im Kopf gehabt oder gesehen, dass der Weg da irgendwo hinführt. Dann wollen wir mal kurz hier lang. Einfach mal aus Neugierde, weil ich wissen will. Ah, sieh mal einer an. Oh, Messingring, Krankheits... Warum ist das Ding so viel wert? Crazy, kann man verkaufen. Ja, nicht so der Burner, habe ich aber auch nicht erwartet jetzt, dass bei irgendeinem Erdhaufen der hier irgendwo in so einer kleinen Felsspalte stationiert ist, dass da irgendwas Megamäßiges drin sein wird. Da ist auf jeden Fall eine Ruine mit dem,
Wasserfall, glaube ich. Ich habe da bisher noch nicht wirklich einen offiziellen Aufgang gesehen. Vielleicht gibt es den irgendwie von der anderen Seite, wenn man von oben kommt. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß das ja einer von euch. So, was zeigt es mir nach links an? Mordram. Was ist Mordram? Oh. Hallo? Vorsicht. Was für eine Sicht. Ja. 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 Wow, Jesus. Oh, no. Gott, sahst du riesig aus. Ich meine, wir haben schon gegen solche gepanzerten Flusskraben gekämpft, aber die sah irgendwie von hier unten noch gewaltiger und furchteinflößender aus als sonst. Zwergenpfeile, aha. Sonst irgendetwas? Irgendwas zum Tragen? Irgendwelche Eispranken? Irgendwelche Feuerfunkenkapseln? Nope. Dann mal wieder zurück auf unsere Bonnie und weiter nach oben. Wobei die Reise jetzt leider auch nicht lange währen wird, weil hier haben wir schon den nächsten Wolf, der gleich auf uns losgeht. Oh, oh, liebe Jesus, was hältst du so viel aus? Finger weg von Bonnie! Ey, du Sackmann! Der hat noch den Dot. Er stirbt gleich. Er stirbt gleich. Nein! Holy shit! Bonnie war gerade eben ganz schön angeschlagen. Nordwolf, Now we are getting serious. Jetzt habe ich ja leider nicht geguckt, wie viele Erfahrungspunkte der mir gebracht hat. Na, komm. Stufe 22. Von der Stufe her ist er nicht so hoch, aber die Lebenspunkte sind hier das Extreme. So, jetzt muss ich aber langsam echt aufpassen, dass ich meinen Esel nicht verliere. Ich habe gehört, dass man Pferden auch Pferderüstung und sowas kaufen kann. Ich will meine Bonnie eigentlich nicht weggeben, aber ich würde sie ehrlich gesagt lieber weggeben, als sie sterben zu lassen in meiner Nähe. Oh, erste Ausschnitte vom Nordreich. Das Gras sieht sogar hier schon anders aus. Irgendwie so ein bisschen hat mehr Sättigung. Sieht so, sieht kräftiger aus. Was sind das für Viecher? Oh Mann. Ey, dein Kumpel da hinten in der Rüstung chillt gerade. Jetzt nicht mehr. Höhere Skelette. Oh. So. Lebensenergiepunkt festigen, 10 Punkte. Ich habe übrigens nicht vergessen, dass wir vor ein paar Episoden, also für euch vor ein paar Episoden, für mich in der gleichen Aufnahme, eine neue Kette gefunden haben, die uns 5 Konstitutionen und 3 Stärke bringt. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich die ausrüsten will, weil einfach mein derzeitiges Amulett, was ich irgendwann am Anfang gefunden habe, mir eiskalt 10% Rüstung bringt. Hallo? Schaufel kaputt gegangen? Sieht ganz so aus, okay. Knochenmehl. Irgendwelche Schätze? Gar nichts? Ist ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen fies, dass ich jedes Mal irgendwelche Schätze erwarte. Oh, vor allem mit der Musik und mit den ganzen Gräbern hier. Ich wollte meinen alten Freund Johnny besuchen gehen. Doch alles, was ich vorfand, waren diese 5 Gräber. Untote befanden sich um die Gräber herum. Ich konnte nichts tun, ich musste sie beseitigen. Sie hatten sich wohl auch Johnny entledigt. Obwohl die Rüstung des einen Untoten beinhaltete die Initialen R.E. Ich wusste nie, warum Johnny diese Initialen benutzte. Er selbst begann ja mit einem J, ich wusste es einfach nicht, aber ich wusste, es war seine Rüstung.
Was erzählst du da, Sana? Wir haben keine Zeit für so etwas. Die Nordpassgrotte. Jetzt geht's schon wieder los hier, aber ich würde gerne da reingehen, einfach weil das unser erster Dungeon aus dem Nordreich ist. Nein! Da habe ich natürlich direkt mal den falschen Zauber. Kampfhunde, okay. Oh shit. Na, jetzt muss ich doch tatsächlich hier noch einen kurz Heiltrank. Oh, da ist ja noch einer. Oh shit, jetzt muss ich auch ein paar mehr einwerfen. Noch einer. Are you kidding me? Gott, waren das 4 Stück oder sowas? Nein, waren 3. Nee, doch, 3. Ja, doch, meine ich ja, 3. Mann. Oh Gott, mein Hals wird langsam echt trocken. Moment. Huh. Gerade eben ordentlichen Hustenanfall gehabt. Ah, no. Jetzt kommt auch noch der Chef von den Hunden, oder? Oh, shit. Oh, shit. Okay, du meinst es ernst. Dieser Typ kann was. Weißt du was? Nein. So. Puh. Na, mein Freund. Was kannst du denn? 550 Leben, Stufe 33. Magietrank. Lederbeschlagener. Stahlclaymore. Alles nicht so super. Wie ist der? Named Nil. Achso, haha, Programmiererwitz. Wenn man beim Modeln oder beim Programmieren nämlich verschiedenen Models und so noch keinen Namen gibt, dann heißen die meistens Null oder Nullobjekt. Und ich glaube, vielleicht haben die ihn lange Zeit hier stehen lassen und denen ist einfach kein Name eingefallen. Dann haben die ihn einfach genannt Named Nil. Also, haha, Null. Er hat Null genannt. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass das einfach ein Witz unter Programmierern ist. Oder auch unter Grafikdesignern. Die haben ja auch da Null Objekte, je nachdem, was man benutzt. Was für ein Programm. Oh, Veränderung hat sich verbessert. Nice. Silber-Kurzschwert, aha. Oh, haben wir hier noch ein kleines Trüchen. Eventuell auch mit irgendwas Brauchbarem drin, hoffentlich. Ist ja hier Nordreich. Ach, Athletik 10 Punkte, das war nicht so super. Und ich meine, für Nordreich, da erwarte ich ja jetzt hier schon, ne? Awesome Sachen. Aber hier unten war auch noch eine Kiste, die habe ich nicht vergessen. Ein paar Fackeln. Ja, na gut, wir haben erst letztens wieder 2 Fackeln verbraucht. Sonst ist hier nichts, oder? Nein, okay. Okay. Also einfach nur eine kleine Höhle mit einem Mini-Easter Egg, der von nicht jedem verstanden wird. Wobei es auch sein könnte, dass ich wiederum hier am Overthinken bin und eigentlich hat das absolut rein überhaupt nichts mit einem Easter Egg zu tun und das war einfach nur irgendwie so eine so eine Impression, einfach nur ein Gedanke von mir, den ich hatte. Oh, wo führt das da oben hin? Da ist eine Statue, ein Schrein oder so auf meinem Kompass.
Nice, nice, nice. Bonnie, warte hier. Ich weiß nicht, ob ich mit dir hier wirklich durch dieses Tor schreiten will. Das sieht hier ein bisschen gefährlich aus.